und ein herzliches Willkommen zurück bei Pokémon Tekken Leaks auf Nintendo Switch. Endlich mal wieder kann ich ein bisschen was aufnehmen. Das sind jetzt bestimmt schon wieder so 4 oder 5 Tage her. Und ja, ich freue mich, dass ich wieder voll da bin. Nämlich ich von New York Gameplays als Hobby. Und dann machen wir auch direkt den Anfang. Wir nehmen natürlich die Motivationsfertigkeit spezial, wie immer, und suchen den nächsten Gegner. Und ja, mit wem kämpfen wir nur? Das erfahrt ihr gleich, je nachdem, wann wir einen Gegner finden. Na toll. Jetzt erfahrt ihr das mit dem Computerkampf. Nämlich mit Gewaltro. Ich habe gedacht, ich spiele mal mit Gewaltro. Ich habe den jetzt nur einmal angetestet, jetzt im Nachtdienst. Ich habe momentan Nachtschicht. Und er macht halt eben auch Spaß zu spielen. Da hatte ich gedacht, komm, spiel's mit dem mal online. Mal schauen. Also ich bin jetzt kein Profi mit dem, also zumindest nicht so wie mit Knackknack. Und wir spielen gegen Quentin. Auch mit einem Gewaltro aus Frankreich. Okay. 109 Siege. Könnte also ein ebenbürtiger Gegner sein. Dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Okay. Müssen wir erstmal rankommen, denke ich. Ja gut, okay. Wir haben ja noch eine zweite Runde. Mir ist jetzt noch nicht viel passiert. Ich stehe aber auch so ein bisschen unter Zeitdruck. Bin leider ein bisschen zu spät aufgestanden. Meine Freunde hatten 20 Spiel schon wieder Feierabend. Das macht er wohl gern. Nein. Das sieht nicht ganz so gut aus. Okay. Der trifft mich aus der Entfernung. Okay. Na cool, dass er sich so hinsetzen kann. Oh, keine gute Bewertung. Oh, ich war kurz vor der Aufstiegsrunde. Scheiße, das hab ich schon wieder ganz vergessen. So, Fähigkeitsstufe 39. Yay. Wir wachsen und gedeihen. Na gut, okay. Erste Runde. Schauen wir mal, wie es mit der zweiten läuft. Nächster Kampf. Da haben wir schon die nächste Herausforderung. Jawohl, Japan. 1123 Siegen mit Pikachu. Da, das schaffen wir doch locker. Oh mein Gott. Da war ich doch jetzt schon, da hab ich ja null Chance. Ich nehm's zumindest an. Oh
Oh, schon wieder so ein scheiß Spammer, ey. Das ist immer so ein bisschen verzögert, kommt dieser Donner, das fängt sich immer. Hey, ich hab gegriffen, was war der Mist? Man hat doch gerade ganz klar das Blaue gesehen, das war ein Konter von ihm. Hm. Scheinbar habe ich doch eine Chance. Ich hätte zumindest eine. Ach, komm schon. Ey. Da finde ich auch jetzt schon wieder scheiße, dass ich den nicht greifen konnte. Tot. Ich muss sagen, stark war er nicht. Hätte ich vielleicht den Knackknack gehabt, hätte ich es gleich geschafft. Oder jemand anderen, mit dem ich halt eben besser klarkommen würde. Also eine Herausforderung war er jetzt nicht, deshalb. Also so habe ich das jetzt nicht empfunden. Aber ich glaube einfach, ich war jetzt noch nicht so richtig im Geschehen drin. Kann es eigentlich auch eine Ausrede sein. Nee, ich war wirklich noch nicht so im Geschehen drin. Wie gesagt, ich bin eben gerade erst aufgestanden. Wie gesagt, ich stehe unter Zeitdruck. Weil meine Freundin schon wieder gleich heimkommt. Und ich wollte unbedingt auch die Zeit noch ein bisschen nutzen, aufzunehmen. Ich habe jetzt nämlich so lange nicht mehr aufnehmen können. Das hat mich irgendwie genervt. Und dann penne ich auch noch zu lang. Ich habe mir den Wecker eigentlich für 12 Uhr gestellt. Jetzt haben wir schon kurz vor 2. So, aus Deutschland. Curio mit Siege 75 und Silvaro. Kennen wir den schon? Nee, ne? Hallo, Kiro. Curio. Na, ich habe hier mal eine etwas größere Chance zu gewinnen. Wenigstens ein Sieg. Mit Baldro in diesem Video. Ich hab mich noch gedreht, ich konnte nichts machen. Weiter knapp. Oh. Okay, diesmal hat er das gemacht. War mir einerseits klar, sobald man ihn einmal da erwischt, dass man greifen möchte und da gegen kämpft, sage ich jetzt mal, dass er dann beim nächsten Angriff genau das Gegenteil macht.
Boah. Wieder so ein kleiner Spammer, hä? Nein! Ah, scheiße. Oh, cool. Geht noch 1-1. Sehr schön. Ja, ist ja gut. Eieieiei. Mist, den hätte ich schneller gekriegt. Aber er dafür hat er mich gekriegt. Scheiße. Ja. Ach, scheiße. Oh, er war einen Ticken schneller. Dabei habe ich noch das Tempo-Pokémon. Das gibt's nicht. Na gut, okay. Aber wie man sieht, komme ich so langsam rein mit dem Gewaltrohr. Jetzt stimmt wenigstens zumindest schon mal die Beurteilung. Na gut, okay. Wir werden sehen, wie es in den nächsten Teil läuft, mit den nächsten drei Kämpfen, ob ich da immerhin mal gewinne. Aber ich denke mal schon. Also es wird, denke ich mal, schon aufwärts gehen jetzt mit Gewaltruf. Okay. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es ist ein bisschen abwechslungsreich jetzt, dass ihr jetzt auch mal mit Gewaltruf was seht bei mir. Ich muss ja mal immer wieder mal ein anderes Pokémon wählen, sonst wird es ja auch langweilig. Und, ja. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, gefallen. Ihr dürft mir gerne einen Daumen oben da lassen und ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und wenn ihr einen Daumen nach unten gebt, dann sagt mir bitte, warum es euch nicht gefällt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Auch bei einem anderen Let's Play. Wünsche mich auch freut. Auf jeden Fall, das war von mir, Gameplays als Hobby mit Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch. Viel Spaß noch auf meinem Kanal und auf YouTube generell. Auf Wiedersehen. Tschüss.